Hallöchen und vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute die verborgene Geschichte von der Reihe Die unsichtbare Bibliothek von Genevieve Cookman einmal vorstellen. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Zum Anfang sei erstmal gesagt, dass das hier der sechste Teil der unsichtbaren Bibliothek ist. Und obwohl ja die Geschichten schon immer in sich abgeschlossen sind, würde ich trotzdem niemandem empfehlen, der die Reihe jetzt noch gar nicht kennt, irgendwo in der Mitte anzufangen oder hier mit dem sechsten Band, sondern trotzdem immer beim ersten, also von vorne, da hier man ja auch erstmal die Charaktere kennenlernen muss und auch welche Beziehungen die Charaktere zueinander haben und welche sich da auch noch entwickeln, dass passiert ja erst nach und nach und deswegen würde ich halt niemanden empfehlen, irgendwie mit dem vierten oder fünften Band anzufangen, sondern schon trotzdem mit dem ersten, auch wenn die Geschichten in sich abgeschlossen sind. Hier geht es nämlich wieder weiter mit Irene Winters und Kai. Irene bekommt einen neuen Auftrag, den sie erfüllen soll. Sie soll nämlich ein bestimmtes Buch beschaffen, das eine Welt stabilisieren soll, weil diese Welt nämlich sonst in kürzester Zeit ins Chaos stürzen würde. Und da Irene Winters diese Welt kennt, sie hat nämlich in ihrer Kindheit früher einige Zeit dort verbracht, liegt ihr diese Welt auch am Herzen und es ist für sie jetzt auch ja ein persönliches Anliegen, das zu verhindern, dass diese Welt ins Chaos stürzt. Deswegen möchte sie natürlich alles dafür tun, um dieses Buch zu bekommen. Das gestaltet sich aber etwas schwieriger als sonst, weil zum einen sie und Kai ja jetzt eine andere Position bekleiden als vorher und auch wegen dem Friedensvertrag. Außerdem sollen sie das Buch gar nicht stehlen. Das ist nämlich so gut wie, also es ist nämlich nicht möglich, sondern sie sollen mit demjenigen, der das Buch besitzt, eben einen Handel abschließen. Ja, und dieser Handel kommt eben auch zustande. Irene und Kai sollen nämlich für die Person ein bestimmtes Gemälde aus einem Museum stehlen in einer anderen Welt. Und dafür würden sie dann das Buch bekommen, sobald sie das Gemälde abgeliefert haben. Ja, was sich auch erstmal einfacher anhört, als es dann im Endeffekt ist, weil auch noch andere Charaktere hier dann eine Rolle spielen werden, ganz neue Charaktere. Und ja, das ist es, worum es in dieser neuen Story von Die unsichtbare Bibliothek geht. Auch hier spielen Irene und Kai wieder die Hauptrolle. Nur Peregrine Vale ist eher in den Hintergrund gerückt, also nicht nur er, sondern auch andere Charaktere, die man aus den anderen Büchern kennt, wie zum Beispiel Silver, sind so mehr an den Rand gerückt und haben keine große Rolle diesmal in diesem Teil. Was ich ein bisschen bei Vale ein bisschen schade fand, weil ich seine Art auch total gerne mag und die immer so ein wirklich tolles Dreiergespann bilden, wo Vale die beiden auch noch immer total toll ergänzt. Es war jetzt aber auch nicht schlimm, dass er mal nicht drin vorkommt, großartig, sondern halt nur am Rande, weil auch Irene und Kai zusammen ein tolles Gespann sind und es wieder sehr viel Spaß gemacht hat, wie sie ja die Aufgabe lösen und was für Hindernisse ihnen wieder sich in den Weg stellen. Und ja, ich fand die Story und den Verlauf auch wieder richtig toll. Dieser sechste Teil steht überhaupt nicht hinter den anderen an, sondern ist auch wieder genauso gut. Und ich finde ja, jeder Teil hat irgendwie so seine kleinen Eigenarten und ein bisschen was anderes, was ihn auch ausmacht. Das finde ich auch besonders toll. Und hier auch in diesem Band gab es wieder sehr, sehr viele neue Charaktere, ob nun auf der, also auch sehr, sehr neue, interessante Charaktere, ob nun auf der Seite des Chaos oder auf der Seite der Ordnung. Und es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier diese Story zu lesen. Besonders toll fand ich auch wieder so das Ende und was für Überraschungen das auch wieder bereithält.
Und ich finde, irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Autorin schafft es immer wieder, von Buch zu Buch auch immer noch mal eins draufzusetzen, von den Geheimnissen, die auch gelüftet werden oder was da manchmal so rauskommt, schafft sie es irgendwie immer wieder, noch ein draufzusetzen, was ich wirklich nicht gedacht hätte, schon allein beim letzten Buch. Aber sie hat es, finde ich, hier bei dem Schluss auch wieder geschafft. Und ja, da bin ich auch total begeistert von und frage mich wirklich, wie sie das immer macht. Aber sie kriegt es halt immer noch hin. Und ja, man könnte auch sagen, diese Reihe könnte für mich auch noch wirklich ewig so weitergehen, da ja ständig die Balance zwischen Chaos und Ordnung irgendwie wiederhergestellt werden muss oder gehalten werden muss, auch durch die Bibliothekare dazwischen. Und theoretisch würde ich sagen, da könnte man noch viele, viele Bände davon schreiben. Ja, aber ich bin halt immer wieder begeistert, was die Autorin sich doch wieder Neues einfallen lässt. Und wie gesagt, das Ende hat mich auch wieder total geflasht und macht für mich auch wieder richtig Lust noch wieder auf einen nächsten und den weiteren Band. Am Ende kann ich nur sagen, ist das nicht umsonst eine meiner Lieblings-Fantasy-Reihen, hat mich wieder genauso begeistert, überrascht und interessiert wie die anderen Bände. Ich finde die Charaktere einfach großartig. Auch die neuen, die dazukommen, auch wenn vielleicht der ein oder andere ja eine etwas böse oder verschlagene Rolle hat, sind es trotzdem alles sehr interessante Figuren, die hier immer wieder eingebaut werden und neu dazukommen. Und ja, ich kann diesem Teil auch wieder nur 5 von 5 Sternen geben. Wer die Reihe schon kennt oder das Buch auch schon gelesen hat, kann mir gerne seine Meinung in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Eure Rena. Tschüss.